طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Liebe Geschwister im Islam, alles Gute gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ich werde natürlich versuchen, aus einigen Quellen heraus euch die beste Nasiha zu geben, wenn man sich vor dem Ramadan vorbereitet und auch ein, zwei Vorzüge von diesem Monat mitgeben und von dem Fasten selber. Weil die beste Vorbereitung liegt auch darin, wenn man erstmal erfährt, was einen erwartet. Weil wenn du weißt nicht, was dich erwartet, oder wenn du das nicht kennst, was dich erwartet, ist es üblich bei den Menschen, dass er sich nicht dafür vorbereitet. Das ist genau wie bei einer Reise. Wenn ich sage, jetzt wir verreisen nächsten Monat an einen Ort und du kennst den Ort nicht, du weißt nicht, was dich in diesem Ort erwartet, welche Vorteile es dort gibt, was kann man da machen, wirst du dich nicht tolles für vorbereiten. Vielleicht wirst du deine Sachen üblichen Sachen mitpacken. Vielleicht wirst du dich gar nicht vorbereiten, weil du weißt gar nicht, worum es geht. Aber wenn ich dir sage, zum Beispiel, wir fahren nach Mekka, wir machen Umrah oder wir machen dies und jenes, dann weißt du auch, was dich erwartet und dementsprechend wirst du dich auch vorbereiten. Ganz einfach. Deswegen, liebe Geschwister, werden wir versuchen, das zu machen. Und ich nehme das Ganze nicht aus meinem Kopf. Ja, ich habe hier ein Buch von Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, Majal al-Shahr al-Ramadan, und auch ein Buch von Sheikh Abul Hussein. Ich meine, Sheikh Abul Hussein muss euch bekannt sein. Sheikh ibn Uthaymin war ein Gelehrter, ja, der gestorben ist. Möge Allah mit dem Barmherzigen seine Taten annehmen. Ein großer Gelehrter, der in Saudi-Arabien gelebt hat. Und ich meine, wie gesagt, das Buch von Sheikh Abul Hussein und einiges von Sheikh Abu Anas. Sheikh Abu Anas kennt ihr auch, ja. Und wie gesagt, aus dem Ganzen werden wir versuchen, diese Nasiha zu gestalten. Als allererstes, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, um ihn allein zu dienen. Und das wissen wir. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, um ihn allein zu dienen. Und der Muslim hat Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Pflichten, die wir kennen, ganz einfach. Das Gebet, die Zakat, das Fasten im Monat Ramadan, was wir heute besprechen. Ja, oder was, wovon ihr schon gehört habt. Dann Al-Hajj, dass man zum Hajj geht. Ja, Shahadatain, dass man das ausspricht. Dass man Allah so bezeugt, dass er als einzigem Herrn, anbetungswürdigen Herrn, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Ja, die Säulen, die wir kennen, die auch uns berichtet sind. Diese Pflichten hat der Muslim gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der sich Muslim nennt und sich als Muslim sieht, hat diese Pflichten gegenüber Allah. Und dieser Mann oder Frau muss das gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verrichten. Und wir kennen durch einen heiligen Hadith, dass wir durch die Pflichten, die wir verrichten, wenn wir die einhalten, Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Das heißt, wenn du die Nähe Allahs suchst, dann musst du die Pflichten verrichten. Es gibt eine Aussage von Abu Bakr radiallahu an, der sagt, weil viele Menschen beschäftigen sich mit beliebten Taten, aber vernachlässigen die Pflichten im Islam. Der Abu Bakr radiallahu anhu sagt, liebe Geschwister, dass derjenige, der die Pflichten verlässt, kann nicht erwarten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß seine Aussage die beliebte Taten akzeptiert. Dass das freiwillig ist dann akzeptiert, wenn du die Pflicht verlässt. So, aber unter diese Pflichten, liebe Geschwister, haben wir Aufgaben, die auch der Sheikh hier aufzählt. Aufgaben, die ein Muslim haben sollte. Erstens, dass wir uns für das Gute beeilen. Das heißt, gute Taten zu verrichten, wir beeilen uns dafür. Derjenige, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, derjenige, liebe Geschwister, der sich dessen bewusst ist, er beeilt sich im Guten und nicht im Schlechten. Heutzutage sehen wir Muslime, sie beeilen sich im Schlechten. Dann, liebe Geschwister, sagt der Sheikh, der Muslim versucht, gegenüber das Wort Allahs, das wir heute in Khutbat al-Jumma erwähnt haben, gegenüber das Wort Allahs Gehorsam zu leisten. Das heißt, Gehorsam gegenüber das, was Allah sagt, verbietet, gebietet, was Allah erlaubt, was Allah verboten hat. Dann, liebe Geschwister, der Muslim aber auch gleichzeitig versucht, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Natürlich mit Weisheit und mit Wissen. Nicht einfach so. Deswegen, man darf nicht gewisse Sachen nur oberflächlich sehen. Und dann, liebe Geschwister, der Muslim
versucht häufig Allah Azza wa Jal zu gedenken. Dass wir ihn gedenken, dass wir dieses Gedenken haben, liebe, dass wir immer an Allah Ta'ala denken und ihn erwähnen. Immer erwähnen in unserer Freizeit, in unseren freien Minuten. Dass wir uns nicht mit anderen Menschen beschäftigen oder mit Sünden anderer oder mit eigenen Sünden. Es ist wichtig, dass der Muslim Allah Subhanahu wa Ta'ala öfters erwähnt. Das gehört auch zu einer Aufgabe des Muslims. Dass der Reue gegenüber ist, Allah Subhanahu wa Ta'ala, da wir sowieso alle mit Sünden behaftet sind. Dass wir, jeder weiß, welche Sünde er in sich trägt. Jeder einzelne Bruder weiß das. Die Sünde, die der macht, die Sünde, die ich begehe, die kenne ich. Und ich will nicht, dass Leute erfahren, ja, die halten sich hier fest. So, aber es ist wichtig, dass wir um Vergebung bitten. Ständig, Achim. Und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unsere Sünden vergeben. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist schlimm, wenn ein Muslim, und das ist kein Anzeichen vom Glauben, der Sünde begeht und dann auf die Sünde so bleibt, haftet, der bittet nicht um Vergebung, er sitzt sich schon verloren. Das ist ein Fehler. Normalerweise hast du eine Sünde begangen, dann musst du, die Eigenschaft des Gläubigen ist, dass der sofort um Vergebung bittet. Und dann, liebe Geschwister, dass der Muslim immer danach strebt, sich für das Jenseits gut vorzubereiten. Wir reden heute viel Vorbereitung im Ramadan, aber noch viel wichtiger ist, dass man sich allgemein vorbereitet für was? Für das Jenseits. Da wir, jeder von uns, jeder, ob er will oder nicht will, ob er Bock hat oder keinen Bock hat, ob der Spaß dabei hat oder nicht, egal was er denkt, er wird das Jenseits betreten. Und deswegen der Muslim, der schlauer ist als derjenige, der nicht glaubt, was der schlauer sein sollte, er bemüht sich, liebe Geschwister, immer danach zu streben, sich fürs Jenseits vorzubereiten. Und natürlich, die Müdigkeit wird über uns kommen und das Faulsein wird auch manchmal über uns kommen und der Stress. Aber wir müssen uns immer versuchen, du musst selber versuchen, dich immer wieder auf die Beine zu bringen. Du kannst nicht fallen, wenn du komplett fällst, haben wir verloren. Deswegen, liebe Geschwister, Jahr für Jahr kommt dieser Monat auf uns zu. Mit Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala erleben wir diesen Monat. Das heißt, wir erleben den Monat Ramadan. Und jetzt ist wieder, sind wir kurz vor dem Monat Ramadan. Und wenn wir in dem Monat sind, ist das, denkst du, boah, ich kann mich doch erinnern, wie letztes Jahr ich am Fasten war. Guck mal, liebe Geschwister, letzten Monat Ramadan, Allahu alam, wenn ich mich gut erinnere, vor drei Tagen vor Ramadan ist ein Junge gestorben. Hat nicht geschafft, ein Bruder. Davor im Monat Ramadan, ein Tag, am nächsten Tag war Ramadan, ist ein Junge gestorben. Das heißt, guck mal, manchmal denkt man, ja, okay, ich mach das schon, wenn Ramadan kommt, werde ich fasten. Aber du weißt nicht, ob Allah subhanahu wa ta'ala dir überhaupt erlaubt, ob dir erlaubt, diesen Monat zu erleben. Das ist sehr wichtig, du weißt das gar nicht. Du weißt das, du bist ja gar nicht dessen bewusst. Deswegen, liebe Geschwister, kommen wir wieder auf den ersten Punkt, muss der Muslim sich immer versuchen, im Guten zu beeilen, da der nicht weiß, wie viel Zeit er hat. Du weißt ja gar nicht, wie viel Zeit du hast. Kann sein, dass wir heute zusammen noch beten und morgen uns nie wieder sehen. Ich kenne einen Bruder, Achi, dessen Bruder, der ist kein Muslim. Ja, der hat gesagt, ich war mit Kollegen unterwegs, Fax, Max, was die auch immer gemacht haben. Wir haben uns hingelegt, Achi, jung, 18 Jahre alt. Wir haben uns hingelegt. Der Freund neben dem ist gestorben. Einfach so. Einfach so. Das kann so von diesem Leben vorbeigehen. Ach, der hat mir erst gestern erzählt, und wir waren zusammen unterwegs, dann sind wir nach Hause gekommen, als ich schlafen liegen wollte, habe ich mir gesagt, boah, kannst du dir vorstellen, ich leg mich jetzt hin und morgen gibt es keinen Morgen für mich. Ach, danach sagt er, wir waren im Auto, dann sagt ein anderer Bruder, ach, vor einer Woche ist ein türkischer Bruder gestorben, sagt er zu mir, in der Nähe Dortmund, der gesagt, der war arbeiten, ist nach Hause gekommen, hat gegessen, weil er bis spät gearbeitet, hat gegessen, hat sich hingelegt und ist morgen nicht mehr aufgestanden. Das kann passieren, Brüder, das kann passieren bei Allah. Und dein Leben wird ein Ende gesetzt. Und hast du dich nicht vorbereitet, wirst du dich nie wieder vorbereiten können. Und hast du nicht gemacht, wirst du nie wieder machen können. Egal, was du vorhast, wirst du es nicht vornehmen können. Aber was du gemacht hast, wirst du nicht mehr rückgängig machen können. Bist du auf der Sünde sitzen geblieben, wird die Sünde bleiben da. Deswegen, der Muslim, denk nach. Und der ist schlau. Und er handelt immer, liebe Geschwister, im Voraus. Die beste Vorbereitung im Ramadan, liebe Geschwister, liegt nicht darin, viel einzukaufen, damit man viel zu essen hat zum Iftar. Ja? Liegt nicht darin, die beste Art von Essen zu machen.
und jeden Tag vom Ramadan, jedes Mal zum Iftar, neue Sachen zu haben. Ein Tag marokkanisch, nächsten Tag ägyptisch, darauf den Tag türkisch und hin und her. Das ist nicht die beste Vorbereitung. Ja, das Kochen, weil es liegt ja nicht ans Kochen, es liegt nicht ans Essen. Die beste Vorbereitung, liebe Geschwister, sagt der Sheikh, ist gute Taten zu begehen. Schon im Voraus. Die beste Vorbereitung liegt darin, liebe Geschwister, das, was ihr eben gemacht habt, sich im Voraus zu informieren, wie verhalte ich mich im Ramadan. Nicht, dass der Monat klopft, der klopft an der Tür und du machst die Tür und sagst, oh, Ramadan, bist du es? Ich habe gar nicht erwartet. Nein, der muss klopfen, und muss die Tür schon vor, bevor er schafft zu klopfen, auch mal sagen, ich habe dich erwartet, komm rein. So ist der Muslim. So ist die Muslima. Nicht, dass der auf einmal überrascht wird, wenn es an der Tür klopft. Und dann, was ist los? Und kommen wir zurück auf das Beispiel mit der Reise. Jetzt stell dir mal vor, Achi, weil das wäre die schlechteste Vorbereitung. Stell dir mal vor, mein Bruder im Glauben, meine Schwester im Islam, wir wollen in einem Monat verreisen. Und ich sage, in einem Monat verreisen wir. Denkt ihr daran, in einem Monat um diesen Datum werden wir verreisen. Und ihr sagt, okay, ich weiß Bescheid, wir verreisen. Und einen Tag vor der Reise kommst du. Wie, was muss ich mitnehmen? Wie war das nochmal? Brauche ich Pullover oder brauche ich nur ein T-Shirt? Brauche ich Badesachen? Brauche ich das nicht? Brauche ich Handtücher? Haben wir im Hotel Handtücher? Da werde ich dir sagen, Bruder, was soll ich dir jetzt sagen? In einer Stunde geht der Bus los, in einer Stunde ist der Flieger. Kannst vergessen. Pack was und packen kannst und komm. Was wirst du von der Reise haben? Nur Probleme, weil du in der Reise in der Hektik bist. In der Reise musst du dann das noch besorgen und das besorgen und noch das besorgen. Das ist eine schlechte Vorbereitung. Wer bereitet sich so vor, bevor der verreist? Brüder im Glauben, wenn es um Ibadah geht, wenn es um Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala geht, dann muss man sich 100 Mal vorher vorbereiten. Jetzt haben wir noch eine Gewissheit bis zum Ramadan, das heißt die beste Vorbereitung. Jetzt fange ich an, mich zu informieren, was normalerweise schon vorher gemacht werden müsste. Was passiert, wenn ich das begehe? Kann ich das machen? Geht mein Fasten und Gülden bei diesen Sachen? Diese ganze Sache muss ich jetzt lernen. Und Brüder, wir leben im Zeitalter des Internet und Technik, modern und alles. Und du brauchst nur im Internet, Bruder. Es gibt Audio-Vorträge, Video-Vorträge, PDF-Dateien, die man sich runterladen kann. Es gibt Bücher auf Deutsch, auf verschiedene Sprachen. Und nicht über das Fasten gibt es nicht ein Buch. Ach, und auch, ich meine Bücher, die richtig sind. Weil einer kann sagen, ja okay, ein Buch von denen und von... Nein, es sind Bücher, die richtig sind. Die gibt es nicht einmal, Achi. Das heißt, der Muslim bereitet sich vorher, er geht und besorgt das Buch, um zu lesen, geht zu den Vorträgen, wo der hört Ramadan-Unterricht, wie mache ich mit Ramadan, was darf ich und was darf ich nicht. Dann geht er dorthin und nimmt sich dieses Wissen. Und das schafft er nicht zum Unterricht, dann guckt er sich das im Internet an. Und bereitet sich für diesen Monat vor. Nicht, dass wenn dieser Monat da ist und dann fragt man, darf ich Zähne putzen, darf ich so machen? Morgen stehst du auf, bis wann kann ich essen? Diese übliche Frage, bis wann können wir essen, Bruder? Ach, können wir schon Iftar machen? Können wir Zähne putzen? Bruder, ich bin beim Arzt gewesen, ist mein Fasten kaputt? Stehen im Ramadan, man bereitet sich immer, die Brüder, die in der Dauer beschäftigt sind, und die Mashaikh, denke ich mir auch, bereiten sich immer vor auf dieselben Fragen. Immer auf dieselben Fragen. Weil wir wissen, ach, fängt der Ramadan an, die Leute fangen Panik. Ach, warum steht diese Panik? Weil die sich nicht vorher gesetzt haben und nachvor, weil die nicht diese Ibadah verstanden haben. Weil sie nicht verstanden, worum es geht. Bruder, dann fragst du die Muslimen, warum fasten? Ich war ich war im Ramadan, habe ich auf meine Frau gewartet, die war noch nicht zu Hause und wir wollten Iftar machen, wir hatten irgendwie Hektik. Und dann warte ich vor der Tür so, und dann kam ein Nachbar von mir, der ist auch Muslim. Sagst du, warum fastest du, Achi? Und so, ne, habe ich gesagt, gleich Iftar und so, ne, freust du dich? Ich dachte, ja, aber ich faste diesen Monat nicht. Habe ich gesagt, Allah, warum fastest du? Warum fastest du nicht, habe ich ihm gesagt. Dann habe ich mir gesagt, warte, ich habe die Frage falsch gestellt. Dann habe ich ihn auch gesagt. Ich habe gesagt, nee, weil er mir das Typische beantwortet, ne? Weil Armes auf dieser Welt gibt, darum fasten wir. Dann habe ich ihm gesagt, na, schon mal leid, ich habe die Frage falsch gestellt. Weißt du, warum wir fasten? Hat er so gemacht. Es gibt einen Witz in Griechenland diesbezüglich. Ja, in Griechenland haben wir immer gesagt, weißt du, warum Homosexuelle so machen? Das hat der Gegenüber halt immer so gemacht. Ja, das haben wir immer in Griechenland, um zu zeigen, dass diese Antwort dumm ist. Was ist das? Ich weiß, darum hat man immer so gemacht. Ja, ich habe das mit dem Bruder nicht gemacht, das ist ja beleidigt, aber ich habe gesagt, weiß nicht, warum wir fasten, Achi. Weil das ist das Problem. Das Problem liegt darin, warum die Muslime sich nicht vorbereiten, warum die Muslime nicht vielleicht an diese Dinge achten, weil sie nicht gelernt haben, wie wichtig diese Dinge sind, warum diese Dinge da sind, warum sind diese Pflichten, was sollen wir damit erreichen? Ist das, weil wir uns wirklich fühlen wollen wie Arme?
Ist es diesbezüglich? Oder weißt du nicht, warum überhaupt dieses Fasten da ist? Warum hat das Allah vorgeschrieben? Hat Allah gesagt, das Fasten ist euch vorgeschrieben wie diejenigen vor euch, damit ihr euch fühlt, wie die Armen sich fühlen danach in dieser Aya? Oder hat er gesagt, möget ihr dann gottesfürchtig werden? Das heißt, damit ihr die Gottesfurcht erreichen. Weil im Fasten stecken viele, viele, viele Nutzen, liebe Geschwister. Und in dieser Monat stecken viele, viele Nutzen. So, liebe Geschwister, ist in dieser Monat, liebe Geschwister, ist eine Saison, wie der Sheikh Ibn Thaymin sagt, eine gewaltige Saison. Und warum ist es eine gewaltige Saison? Weil die Belohnung in diesem Monat gewaltig ist. Weil die Belohnung in diesem Monat, liebe Geschwister, gewaltig ist. Weil es Hadithe gibt, die darauf deuten. Denn, liebe Geschwister, das Fasten, wir fasten, der Muslim, der fastet, diese Ibadah ist allgemein gewaltig in diesem Monat. Aber der Monat selbst, wie wir sagen, liebe Geschwister, ist ein Monat, der gewaltig ist. Ist ein Monat, liebe Geschwister, der sehr gewaltig ist. Das hat mein Sohn gemacht. Ja, ich habe ein Buch aufgelassen, das Stift genommen, das Buch dann bemalt. Sehr gewaltig. Sehr gewaltiger Monat, liebe Geschwister. Weil es gibt einen Hadith, liebe, der sahih ist, und der ist bei Bukhari und Muslim von Abi Hurairah radiallahu anhu, der sinngemäß heißt, dass wenn der Monat Ramadan kommt, sind die Toren des Paradieses offen und die Tore des Feuers, der Hölle, geschlossen und die Shayatin sind gefesselt oder verankert, kann man das Wort übersetzen, ja, nach der Übersetzung, das heißt, sie sind festgehalten. Die Shayatin, die uns diese Waswas machen, die uns verrückt machen, die sagen, guck da, mach dieses, mach Schlechtes, hör dahin. Ja, geh nicht zum Vortrag, brauchst jetzt nicht zu beten, mach das. Der hält dich auf. Der Shaitan kann jetzt nicht das Mikrofon nehmen und dir ins Gesicht schauen und sagen, mach dich weg. Diese Macht hat er nicht. Diese Filme, die man kennt, wo man sieht Poltergeist und was weiß ich, ja, in meiner Zeit damals. Ja, haben wir mal Poltergeist gesehen, hast du immer Glas hier und dich gegen die Wand geklappt, hat man immer gedacht, das kann der Shaitan. Nein, die Shayatinsprache, der Shaitan kann dir hier zu, der flüstert dir zu. Der sagt zu dir, mach so, guck mal, da ist doch besser und so, geh nur, ich muss hier und siehst du jetzt die ganze Höchste, der irgendein mit Bart an, der quatscht dazu und so, was will er überhaupt von dir und so. Ja, der erzählt dir so, ich weiß, was der dir, der kommt so an, weil er kommt immer mit denselben Tricks. Verstehst du, der braucht nicht Neues anzuwenden bei den Menschen. Er wendet immer dasselbe so, immer dasselbe. Vielleicht Begriffe ändern sich, aber er wendet immer dasselbe an. Diese Shayatin sind gefesselt, Achi. Darum ist dieser Monat, der Monat von Khairat, von Gutem, liebe Geschwister, und Segnungen. Dieser Monat ist selbst gesegnet und es ist ein Monat für Khair, Achi. Der Sheikh sagt, dass die Toren des Khair ist geöffnet für jeden. Die Toren des Guten ist auch für jeden geöffnet. Da die Shayadins festgehalten sind, da die selbst die Teufels festgehalten sind, liebe Geschwister, da die Tore des Bands offen sind und die Tore der Hölle zu sind, ist auch das Tor, liebe Geschwister, zum Guten offen. Weil dann bist du, es ist einfacher, gute Taten zu begehen. Es fällt einem leichter. Und es gibt ein Hadith, dass Malaike dich unterstützen, Achi, in diesem Moment, in diesem Monat, Achi, beim Fasten, Achi, wenn du Gutes vorhast. Und du siehst auch, Brüder, ihr seht das auch. Im Monat Ramadan merken wir, die Leute sind anders drauf. Die Muslime ticken ganz anders. Ja, die sind barmherziger und du kommst rein und alle grüßen, alle sind froh. Ja, du siehst, wie die gerne zum Gebet gehen, wie sie gerne zum Masjid gehen, wie sie gerne gegenseitig besuchen. Wie viel Einladung kriegst du zum Iftar? Dann auf einmal weißt du gar nicht mehr, wo du hingehst. Dann musst du dir aussuchen. Ja, soll ich mal, kann ich heute oder da beim türkischen Bruder gehen, wo was gibt. Ja, manche Brüder gucken so mit dem Auge. So, ich meine, die gucken mit dem Magen, ja, aber also man sieht, ja, aber das ist aber auch schön. Ich weiß, Anna, natürlich, wir haben ihm gesagt, es geht sich ja nicht um Kochen, aber es ist dieses Einladen, dieses Besuchen, dieses gegenseitige Besuchen, was auch, liebe Geschwister, vom islamischen Verhalten ist, das ist eine schöne Sache, Achi. Es entsteht eine schöne Atmosphäre, man spürt, dass das in der Luft was ganz anderes ist. Und man hat das gerne. Das ist, liebe Geschwister, weil dieser Monat ist der Monat, wo das Tor des Guten, das Tor für Segen, das Tor, liebe Geschwister, für gute Taten offen für dich ist. Für mich und für dich. Und das müssen wir nutzen, liebe Geschwister. Der Muslim, liebe Geschwister, wird sich freuen. Der Muslim freut sich über das Fasten, liebe Geschwister. Es ist sehr wichtig zu verstehen, liebe Geschwister, zu verstehen, dass wir selbst im Fasten sehr viel Belohnung haben. Und die Belohnung ist auch groß. Die Belohnung ist auch groß aus einem Grund. Liebe Geschwister,
Sheikh ibn Uthaymin sagt in einem anderen Text bezüglich des Fasten, warum der Muslim fasten, er versucht die Weisheit des Fastens mitzugeben. Und Allahu Allem, er hat die beste Weisheit für mich gegeben. Er gibt er versucht uns klarzumachen, warum es auch so krass ist, das Fasten an sich selbst. Im Monat Ramadan, der Monat sowieso ist schon sich selbst gesegnet, wir haben gesagt, was der Prophet selber gesagt hat bezüglich Monat Ramadan. So, warum aber auch das Fasten an sich selbst so krass ist? Ja, und man redet öfters vom Fasten und hört öfters Fasten, krasse Belohnung, krasse Tat und so. Warum, liebe Geschwister? Schau mal, Achi Kerim, der Muslim, an dem Monat, die Muslima, die Schwester, der Bruder, in diesem Monat, lässt Dinge ab, die der gerne tut. Lässt Dinge ab, die der gerne hat und gerne macht. Essen, trinken. Jetzt braucht keiner, ja, wir brauchen nichts zu tun, dass wir nicht essen und trinken gerne, ja. Weil wir wissen, ja, wenn wir irgendwie Walima, Afrika, wie die Moschee abgeht und wir alle kommen, ganz viel. Ihr kennt das ja, ich meine. Brauchen wir uns gar nicht vorzumachen. So, der isst gerne, der muss, der Bruder und Schwester, die nähren sich, wenn die verheiratet sind, nähren sich gerne. Das sind Dinge, Triebe, die der Mensch in sich hat, die der gerne hat. Ja, die der gerne auch macht. Aber warum lässt er diese Dinge, die der gerne hat, ab? Warum lässt er davon ab? Warum hört er damit auf in diesem Monat? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Er lässt nur für Allah subhanahu wa ta'ala davon ab. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das Fasten eine krasse Sache. Weil der Muslim lässt nur für Allah subhanahu wa ta'ala diese Dinge los. Das, was der gerne hat, für etwas, was der noch mehr liebt. Für etwas, was der noch mehr möchte und für etwas, was der noch mehr gerne hat. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Allahs Mann, deswegen macht er das. Und das sagt der Sheikh und der hat recht damit. Und deswegen, liebe Geschwister, kennt ihr den Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in einem Hadith wird überliefert, nur das Fasten begeht er meinen Wegen, also Teil des Hadith, und die Belohnung dafür wird nach meinen Ermessen gegeben. Ja, der Fastende verzichtet auf seine Begierden, seine Speisen, seinen Trank, um meinetwillen, um Allahs Willen, liebe Geschwister. Das heißt, der Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in einer anderen Überlieferung, die ein bisschen anders klingelt, sagt in einer Überlieferung, dass der Sohn Adams, jede Tat, die der begeht, ist für ihn. Er sagt, außer das Fasten, ist das für mich. Dass das Fasten ist für Allah. Warum, liebe Geschwister? Weil wer kontrolliert dich beim Fasten? Guck mal, das Gebet musst du meistens in Gemeinschaft verrichten. Oder man verrichtet es in der Masjid, man sieht dich dabei, ja, man verrichtet das Gebet. Du musst Leuten Bescheid sagen, ich muss beten und so. Man verrichtet das Gebet und man sieht dich beim Beten. Das ist eine Tat, die ist so sichtlich. Man sieht ihn. Genau wie der Hajj, da sowieso. Mein Hajj sieht man, ja, du hast bestimmte Kleider und man sieht, dass du bist mit Menschen zusammen. Ja, Zakat musst du einer Person geben, der das sieht, wie du ihn gibst, diese Zakat. Ja, du kannst dich einfach so da irgendwie hinwerfen und gehst und sagst, das ist Zakat und so, dass er das annimmt. So, liebe Geschwister, aber das Fasten, Wer kontrolliert dich, dass du nicht isst und dass du nicht trinkst? Wenn du fasten bist, du bist fasten, wer kontrolliert das, liebe Geschwister? Allah subhanahu wa ta'ala kontrolliert das. Denn der Muslim fastet wahrlich nur für Allah. Weil du konntest doch, ja, wir sind fasten, wir tun einen auf fasten, der alle. Und dann, wenn du nach Hause gehst, alleine machst du Knoppers auf, stopfst den Mund, trinkst Cola, so, gehst voll ab. Weil die Leute sehen dich nicht mehr. Und dann spülst du mit Wasser auf, gehst du raus und voll auf einen Fasten. So. Ja, das heißt, ja, das ist ja, ich will damit sagen, hier hängen gewisse Dinge dabei. Erstmal, der Muslim besteht damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns immer sieht. In allen Angelegenheiten, in allen Situationen, egal wo wir sind, dass wir uns nicht vor Allah verstecken können. Und deswegen, der Muslim fastet wahrlich nur für Allah alleine. Natürlich auch die andere Ibadat macht er nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat, die Anbetung ist sowieso nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ich will das sagen, ich will euch nur mitgeben und mir selbst sagen, dass es beim Fasten eine krassere Sache ist, ein bisschen höher das Ganze ist, weil nur Allah subhanahu wa ta'ala im Nachhinein 100% weiß, ob du wirklich gefastet hast oder nicht im Monat Ramadan. Und kein anderer. Deswegen ist der Lohn für Allah, heißt der Lohn ist begrenzenlos, ist sehr viel. Bedeutet hier, liebe Geschwister, dass der Lohn sehr, sehr viel ist. Und liebe Geschwister, in diesem Monat ist, liebe Geschwister, der Monat, man sagt, voll mit Barmherzigkeit, mit Vergebung und mit Befreiung, sagt man, wenn man das Wort als Befreiung übersetzen würde, ja, mit Entfernung, Befreiung, Lossagung, wie auch immer, von
mit diesen drei Dingen ist der Monat befüllt. Und man sagt manchmal, die ersten 10 Tage ist für Barmherzigkeit, die nächsten 10 Tage ist Vergebung und die letzten 10 Tage ist das Entfernen, das Lossagen, die Befreiung von der Hölle, vom Feuer. Ja, weil wir wissen, in den letzten 10 Tagen gibt es eine Nacht, liebe Geschwister, und diese Nacht ist Laylatul Qadr. Wenn man diese Nacht erwischt, ist es wie 1000 Monate Belohnung. Ja, wie 1000 Monate Belohnung. Und man muss in den letzten 10 Tagen suchen. Ja, man weiß nicht die bestimmte Nacht. Manche sagen 27. Nacht, Allahu alam. Ich glaube, die stärkste Meinung liegt darin, dass man nicht das bestimmen kann und sagen kann, nimm mal 27. Nacht, dass man das in den letzten 10 Nächten, ich meine, derjenige, der es in den letzten 10 Nächten immer Qiyam macht, betet, steht im Gebet und sucht, versucht im Gebet zu sein, in der Nacht von Laylatul Qadr, damit er diese Belohnung kriegt, liebe Geschwister, er hat gewonnen, der alle 10 Tage mitnimmt. Derjenige, der das den ganzen Ramadan macht, 30 Tage, der hat sowieso noch besseren Karten. Und derjenige, der immer Qiyamul Layl betet, immer in der Nacht steht und betet, der hat sowieso gewonnen. Ja, der erwischt auf jeden Fall den Tag. Aber liebe Geschwister, das ist das zu verstehen. Das heißt, man sieht, dass dieser Monat befüllt ist mit Dingen, nicht nur diese Barmherzigkeit, was mir gesagt, die Vergebung, das Befreien, das Lossagen. Das heißt, man kann sich dadurch vom Feuer befreien, liebe Geschwister, dass dieser Monat befüllt ist mit Segnungen, die Allah uns gegeben hat. Und die müssen wir, liebe Geschwister, die müssen wir wahrnehmen. Wir müssen die wahrnehmen. Und ich sage euch, warum habe ich euch gedacht, wir erwähnen das? Liebe Geschwister, aus einem Grund. Warum erwähnen wir gerade den Nutzen von diesem Monat? Warum? Ich habe das dem Bruder auch gesagt, der mich angerufen hat, dass wir gewisse Nutzen erwähnen. Und das auch, wenn das, weil es gibt so viele Fadail, aber wir erwähnen ein, zwei nützliche Sachen, damit du wahrnimmst, was dich erwartet. Und umso besser wirst du dich für diese Sachen vorbereiten. Und umso besser wirst du dich anstrengen, für diesen Monat dich vorzubereiten. Und umso mehr Freude wirst du in dir haben für diesen Monat, der auf uns zukommt. Bi'idhnillahi ta'ala. Das heißt, wenn wir das mit Erlaubnis Allahs auch erleben werden. Und wenn du das erlebst, musst du fröhlich sein, Achi. Musst du froh sein bis zum geht nicht mehr. Und jeden Tag, wo das Fasten kommt, musst du dich freuen, Achi, dass du fasten darfst, dass Allah nicht dein Leben genommen hat. Dass du derjenige bist, derjenige, der verstanden hat, warum der fastet und dass der fasten muss, um auch diesen Belohnung zu kassieren, Achi. Weil es gibt Menschen, wie ich dir gesagt habe, die wissen gar nicht, warum man fasten soll. Die sagen, ja, dieser Ramadan faste ich, nächster Ramadan faste ich nicht. Warum? Ich bin müde. Der eine erzählt dir irgendwas vom Pferd. Jeder erzählt dir irgendwas Neues. Ja, ich bin Raucher, Achi. A'udhu Billah. A'udhu Billah, Achi. Einer sagt zu mir, ich rauche. Wie du rauchst, Achi? Du machst eine Sünde höher als was? Als eine Pflicht zu Allah? Als eine Säule im Islam? Ja, weil der Hukm, der Urteil über das Fasten im Ramadan ist Pflicht. Und das Fasten, liebe Geschwister, im Ramadan ist sogar eine Säule im Islam. Jetzt, du willst mir eine Säule entfernen und das Rauchen dahin stellen, oder was? So ist das. Und wie diejenigen, die rauchen, sagen, aber ich kann nicht aufhören. Wir kennen das. Ich habe selber früher geraucht, meine Jahiliya, möge Allah, Alhamdulillah, vergeben. Was ist Jahiliya? Da war ich noch kein Muslim. Ja, bei uns damals, mein Vater hat Zigarette vom Mund, voll am Rauchen, ich voll am Angucken, der sagte mir, wie du rauchst, kriegst du auf den Kopf und so. Ich denke, warum, du rauchst doch auch, weißt du, warum kriegst du keinen auf den Kopf? So, und dann hat man sich gedacht, warum soll man das auch sein lassen? Muss man machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schwerfällt, von diesem Teufel loszulassen. Aber ein Sheikh hat ein sehr schönes Beispiel gegeben. Er hat gesagt, dass wir es in Klammer setzen, weil das nicht eigentlich das Thema ist. Aber er hat gesagt, für jemanden, der raucht, der gesagt, die sagen zu dir meistens, ja guck mal, ich will aufhören, aber ich höre langsam auf so. Ich mache heute eine Packung, morgen mache ich nur 15 Kippen, am nächsten Tag mache ich nur 3 und ich versuche immer nur nach der Arbeit zu rauchen, nur nach dem Essen, weil nach dem Essen ist das so richtig optimal so. Oder nur wenn ich Wochenende raus, es gibt ja diese Wochenendraucher, ne, die sagen, nur wenn ich Wochenende rausgehe, rauche ich und so. Und so ist die Geschichte. Er sagt, guck mal, die sagen zu dir, ich höre langsam auf mit dieser Sünde. Du musst den folgendes Vergleich mitgeben. Wenn dein Bein brennen würde, dein Bein ist angezündet, jetzt kommt Feuer, würdest du hingehen und sagen, ich lösche langsam das Feuer? Oder würdest du sagen, ich lösche das Feuer? Ich habe vor, du brennst, sagst, mein Bein brennt, hilf mir. Und ich komme und sage, warte, erstmal löschen wir den Zeh. So, okay, warte mal ein bisschen ne? Und löschen wir den nächsten Zeh. Morgen kommst du wieder nach der Arbeit, nach dem Essen lösche ich den ganzen Fuß. Warte wir ein bisschen, so einen Monat und dann löschen wir das ganze Bein. Wird kein Bein mehr da sein, ja, aber... Diese Denkweise, verstehst du? Das heißt, du bist am Brennen, es tut weh. Und sagst, nein,
Warte, ich lösche langsam, langsam. Nicht alles auf einmal löschen. Ich will langsam, langsam den Schmerz aufhören. Wirst du nicht machen. Nach hier wird sagen, bist du verrückt. Da wirst du vielleicht ein Game und sagen, lösch mein Bein, jetzt bist du verrückt. So, ja. Würde ich am Boden wälzen, damit das löscht. Damit das Feuer weggeht. Aber so ist das doch mit dem Rauchen hier auch, Spala. Nicht nur, dass du Tag oder Zug für Zug, den du machst, sündigst. Ja, weil eine Kippe wird nicht in einem geraucht. Ja, das gibt's nicht. Das Zug für Zug rauchst, Zug für Zug machst du Sünde. Und dass du sündigst und damit auch, Achi, ein Problem haben wirst am Jenseits. Nein, Achi. Du zerstörst auch dich selber. Du verbrennst innerlich im Körper und in der Seele. Und du willst dieses Feuer gar nicht löschen. Und wir sagen zu dir, lösch das Feuer, Achi. Walla, du verbrennst gerade deine Seele. Du zerstörst deinen Körper. Sagt er, nein, Achi, rauchen, mach nicht so krank. Warte, die meisten Krebskranken sind wegen Rauchen. Guck mal, einer, der ist 40, spuckt seine Seele fast aus, wenn er morgens aufsteht. Ja, Bruder, ich war damals 17, glaube ich. Wir haben viel geraucht, sehr viel geraucht. Ach, ich bin einmal, weißt du, wann mir das klar geworden? Ich bin zur Berufsschule gegangen und auf dem Weg zur Berufsschule so morgens, weißt du, bis morgens mit Kippe aufgestanden. Das ist so immer Zigarette aufgemacht, so damit erstmal klarkommst. So, ach, auf dem Weg zur Schule, weißt du, da wolltest du nur husten. Ich habe gedacht, meine Lunge kommt raus. Ich dachte, aber es geht, da habe ich richtig Angst bekommen. Ich habe gesagt, nur wegen diesen Zigaretten. Versteht ihr, was ich meine? Manche Leute müssen erst warten, bis sie bluten, dass sie weiß, dass das schmerzt. Aber manchmal ist es zu spät dann. Deswegen, ach, liebe Geschwister, dann kommt einer und sagt zu dir, rauchen. Was für Rauchen, ne? Wo ist dein Kopf? Was für Fasten, die Säule im Islam, sagst du mir rauchen? Also das heißt, du kannst ohne Allah, und das Rauchen ist da, aber du würdest nicht können mit Allah, aber ohne Rauchen. Auf eine Art und Weise sagst du mir das. Auf eine Art und Weise denkst du so. Weil du willst eine Säule in der Religion verlassen. Bewusst. Das kann nicht aus der Religion schmeißen. Der Muslim denkt, das ist das, Bruder. Weil der Muslim sich nicht befasst heutzutage. Weil wir anstatt uns mit Islam zu befassen und mit unserer Religion in allen anderen befassen. Ja, der Jahil kann auswendig Songs und alles, lernt Lieder auswendig, lernt Rappen, gehen alle, wenn ihr Gangster-Rapper wollen, alle werden, er ist ein neuer Beruf. So, ja, Gangster-Rapper oder Body oder Türsteher, ja, und denken, so haben die das Große losgezogen und sind schon nur mit diesen Dingen beschäftigt. Und wenn du sagst, Allah sagt im Koran, der Winzen eine Aya oder so, versteht er kein Wort, versteht er gar nichts. Ja, und dann die anderen, die kommen dann zum Islam, anstatt dass sie sich mit dem befassen, was wichtig ist für sie. Dann fangen die mit Dingen zu befassen, entweder mit ihrem eigenen Bruder, ja, zum Beispiel die Schwester oder der Bruder sitzen in der Moschee, wenn jetzt kommt der Bruder rein und der Bruder achtet, wie betet er, lass mal gucken, wie der betet, so. Macht er so, wie ich das gelesen habe, muss ich ihn warnen, muss ich so machen, von wem liest er, welches Buch hat er in der Hand, weißt du, ich meine? Und die Schwester sitzt in der Masjid und liest Koran und hat sich mit sich selber zu beschäftigen, kommt eine Schwester rein, wie hat sie ihr Hijab, hat sie nicht einen Khimar, hat die Farbe, welche Farbe, hat die Schwester sich geschminkt, muss man jetzt auffallen, muss man ja die Schminke runterfahren, ja, ist so, Bruder. Mein Bruder berichtet von seiner Frau. Da war eine Schwester, die ist gerade mal einmal zum Masjid gekommen, so einmal reingekommen. Die hat geschminkt, ach, die weiß das noch nicht, Bruder. Sei froh, dass die Moschee kommt. Was für Schminke. Sei froh, dass die überhaupt Masjid betreten. Ja, wallah, ehrlich. Und da kommt sie rein, ach, und die Waffe, Sterne. Also die haben gedacht, es wäre Feuer, die Moschee losgegangen. Die haben die so fertig gemacht, Bruder, die wird Moschee so, wenn die nächste Masjid geht, die wird die so eine Biegung machen. Ach, vielleicht geht sie noch einmal extra schminken und dann geht sie vorbei. Aber da, weil uns fehlt manchmal hier oben manchmal fehlt etwas. Ehrlich, ich verstehe das gar nicht. Ach, willst du die Frau, komm, Grandma, Masjid, du willst, dass die Schleier kriegt direkt oder was? Die weiß nicht mal, was Islam bedeutet. Aber da fehlt, oder du siehst, ein Bruder kommt gerade in der Masjid, ich sehe einen Bruder, letztes Mal macht er Dauer, redet er mit einem Nicht-Muslim, macht er Dauer, dass es 73 Gruppen im Islam gibt, am Erklären. Und welche Gruppe im Khair ist und sowas. Ach, der Mann muss erst mal wissen, was Islam ist. Bevor du etwas anderes erklärst. Der Mann hat gar nicht gefragt. Aber der Bruder fängt so an mit der Dauer. Um das zu verstehen, weil manche Brüder, wenn das, die das nicht falsch verstehen, dass inhaltlich, wenn die Schwester zu einer Schwester sagt, Taqillah, oder wenn die sagen, reden über Hijab, Inhalt ist gar nicht verkehrt. Wir sagen gar nicht, dass der Inhalt, oder der Bruder, was der sagt gerade, der Inhalt ist nicht verkehrt. Die Frage ist, ob das in diesem Moment richtig ist. Das ist die Frage, die sich stellt. Ist das in diesem Moment richtig, was du machst? Ach so, weil Wissen ist eine Sache, Weisheit ist eine andere Sache.
Wissen zu streben, was sehr wichtig ist, und zu haben, ist ein Schuh, liebe Geschwister, aber die Weisheit für die richtige Anwendung ist ein anderer Schuh. Und das, liebe Geschwister, können manche Muslime nicht vereinbaren. Und möge Allah Ta'ala uns allen Wissen und Weisheit geben. Nicht, dass einer denkt, dass ich das für mich zuspreche. Ich bin selber im Aufbau. Ja? Und deswegen, liebe ich, das ist sehr, sehr wichtig. Aber da der Muslim heutzutage sich mit Dingen zu befassen, die wichtig sind, befasst sich mit Dingen, die ihn gar nicht weiterbringen. Und befassen sich gegenseitig miteinander, beißen aufeinander, achi, und treten aufeinander und hauen aufeinander und lästern übereinander. Also, dass sie das in einen Hadith wiederholen oder einen Flyer lesen. Ein Flyer, den sie vielleicht 100 Mal verteilt haben und nie gelesen haben. Ja, Bruder, nimm, ich hab einen Flyer, nimm. Aber selber weißt du, was drin steht. Vielleicht steht da Kufur drin, weißt du gar nicht. Das ist manchen Brüdern passiert, achi. Die haben Dinge verteilt, da drin waren katastrophale Sachen. Aber ich nicht selber nicht die Zeit genommen haben, das zu lesen. Weil manchmal zu gut ist für gewisse Dinge. Und das darf nicht passieren, Bruder, im Glauben, glaub mir. Was nicht passieren darf, ist, dass man, ich will nicht sagen abhebt, ja, aber dass man denkt, die einfachen Dinge sind nicht mehr wichtig. Oder einfache Sachen, wie man hört jetzt Ramadan. Ja, okay, ich habe schon gefasst, 5, 6 Mal. Ich weiß sogar, als ich Ramadan war. Glaub mir, lies mal nur vor. Bruder, ich habe als heute das Buch von dem Sheikh geöffnet, aber allgemein von den Quellen, die ich genommen habe und alte Unterlagen von der Uni bei mir in Belgien. Und ich habe so gelesen, ach, sind gewisse Sachen, hab ich ganz vergessen gehabt. Und andere erinnern, die andere Sachen, die man gelesen hat, wieder einen Mut gegeben. Wieder Kraft gegeben, weißt du? Das hat einem geholfen, die Dinge zu wissen. Und ich kann nur bestätigen, was ein Sheikh mir zu mir gesagt hat, einmal beim Unterricht, dass Wiederholung ist das Wichtigste, was es gibt. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Dass man Dinge wiederholt. Und immer auf dem Boden der Realität bleiben. Immer auf dem Boden der Realität bleiben. Manche Leute verlieren diesen Boden. Ehrlich, manche Leute wissen, ich weiß gar nicht, ob die reale Welt leben. Ja, genau wie es bei den Kuffar gibt es diese Cyberwelt und die reale Welt. Ja, und manche sind richtig in die Cyberwelt, in diese Computerwelt. Und dann man gehen die da raus und gehen in die reale Welt. So ist es dann manchmal auch, der verliert die Realität. Weil du musst bedenken, du musst immer im Kopf haben, dass wir noch in dieser Welt leben. Und wir leben noch in einem Ort, wo wir umgeben sind mit Dingen, liebe Geschwister, die nicht so ganz halal sind. Ich schweige, ob sie überhaupt erlaubt sind. Ja, das heißt, um uns sind Sachen, die nicht nur erlaubt sind, das heißt, sie sind nicht erlaubt, die uns auch Schaden zufügen. Und dann, wenn eine Person kommt und er hat mit diesem Erlaubten nicht nur gelebt, geschlafen, wach geworden, alles damit nur gemacht, dann kannst du nicht dahin gehen mit dem Hammer und ihn demolieren. Ja, ich habe das einmal den Geschwistern gesagt, in Masjid Sunna in München-Gladbach, in einer Khutba, liebe Geschwister, weil ich wollte gewisse Brüder darauf hinweisen. Es gibt zwei Arten von Menschen. Und diese zwei Arten von Menschen nehmen wir als Vergleich für uns, wenn wir einen Bruder treffen. Oder wenn eine Schwester trifft. Der eine ist Schmied, Achi. Ja, und beide haben eine selbe Eigenschaft, ja. Er muss was formen. Wenn der ein Stück Eisen bekommt und der will das formen zu einem Schwert, zu einem Hammer, zu einem, keine Ahnung was, zu einem Löffel oder so. Ja, er will, wenn wir sagen Schwert, dann manche Leute denken, ich rufe dann zum Krieg auf oder so. Ja, der will daraus einen Löffel machen. Ja, so, wenn er es zum Löffel formen möchte, muss der Feuer nehmen, Glut, Eisen, muss drauf ballern, knallen, so bam, bam. Und das mit Lautstärke verbunden und mit Hitze und Kraft und so. Aber er formt im Nachhinein etwas. Ja? Er formt. Und es gibt einen anderen Mensch, der formt anders. Es gibt einen anderen, liebe Geschwister, er nimmt diese Lehm, ja, und er formt mit seinen Fingern aus dem Lehm, ein Stück Lehm, macht er eine Vase. Ja? Macht er eine Vase. So. Beide formen. Aber jeder formt auf eine andere Art und Weise. Der Schmied, der formt, der muss Kraft anwenden. Der muss mit dem Hammer richtig drauf knallen. Bam, bam, so. Damit überhaupt irgendwas anfangen kann mit dem, was er hat. Ja, und er muss Feuer nehmen, Hitze und so, bam, bam, bam. So, und der andere, ja, und der mit Lehm, der formt mit seinen Fingern, mit Fingerspitzengefühl, ja, ganz langsam und so, weil wenn er anfängt so zu machen, würde keine Wasser, Lehm kaputt. Weißt du, er muss ganz langsam so, weißt du, er formt dein Lehm und so, und dann macht er daraus eine schöne Vase, so. Beide formen, aber beide auf eine andere Art und Weise. Und so, wir müssen formen wie der mit Lehm.
So müssen wir umgehen. Ja, nicht Bruder, komm, du holst sofort einmal raus. Ah, da kommt ein Mensch rein. Bam, so. Ja, dann versuchst du daraus einen Löffel zu machen. Und du machst den, damit du den Löffel wieder aufheben kannst. Du machst den platt. Du musst auch mit dem Leben machen. Du musst mal davon, mal davon, mal da so drehen. Und dann, irgendwann ist er ganz. Ja, irgendwann ist er auch wie eine Vase. Hat Nutzen für die Muslime. Aber wenn du der Schmied formen möchtest, ach, wundert dich da, wenn irgendwann möchte, kommst du, guckst links, rechts, was ist hier los? Kein Mensch da, oder? Das kann passieren, ach. Deswegen, oder Menschen dich vermeiden. Glaub mir, Liebe, dass, warum ich das dazu füge, diesen Teil zur Vorbereitung für Ramadan, das ist auch eine Vorbereitung, weil dann haben wir spezielle Brüder, wenn Ramadan kommt, laufen die Brüder hinterher. Hast du was, hast du gerade was geschluckt, hast du das gemacht? Oder die hören, die leben, weil es gibt, Alhamdulillah, der Bruder Usama hat viele Dinge gesagt, Alhamdulillah, von der Sunna, und es gibt in gewissen Sachen so gewisse Ikhtilaf, ja? Und manche Brüder folgen dann einer anderen Meinung, als was der Bruder zum Beispiel gerade erwähnt hat, und dann laufen die dann hinterher. Hast du Zähne geputzt? Ich habe gelesen, darf man nicht und so weise. Und Subhanallah, die machen sich gegenseitig verrückt. Und das ist das, was ich meine. Und das gehört auch zur Vorbereitung. Weil das Verhalten, liebe Geschwister, das gute Verhalten untereinander, das Verhalten miteinander, hört nicht im Ramadan auf. Ja? Das heißt, dieses Blend bei uns sowieso sollte beständig bleiben. Und ich habe zu einem Bruder gesagt, normalerweise jeden Morgen, wenn wir aufstehen, müssen wir uns erstmal eine Stunde Vortrag gucken über Brüderlichkeit und eine Stunde Vortrag gucken über gute Benehmen, dann werden wir anders sein. Weil darüber kann man sowieso jedes Mal dazu, das konnte man immer wieder dazufügen und immer wieder dazu tun. Ach, ich glaube, weil man ist mittlerweile, ich bin selber auf einen Punkt angekommen, wo ich sage, Subhanallah, was verstehen die Leute falsch? Man hat das doch den Leuten nie so mitgegeben. Ja, man hat den Leuten das so nie mitgegeben. Und dann sieht man Leute, ach, die versuchen Dinge. Ich habe eigentlich über Dauer letztes Mal hier gesprochen, ich kann mich erinnern, könnt ihr auf der Internetseite den Vortrag, weil wir haben gesprochen, bevor man Dauer macht, wie man dann diese Dauer begehen soll und was man, worauf man achten soll. Zurück zum Ramadan, liebe Geschwister, zur Vorbereitung von Ramadan. Es ist auch nicht schlecht, dass man vielleicht mal fastet, freiwillig fasten, was sowieso das Fasten an sich selber, auch außerhalb von Ramadan, eine spezielle Belohnung hat, liebe Geschwister. Und auch man viel Taten, gut Taten bei Allah Ta'ala erreicht. Und es ist auch gut, dass man vor dem Ramadan, ein, zwei Monate vorher, auch fastet. Dass man sich ein bisschen darauf gewöhnt, dass man sich ein bisschen den Körper darauf gewöhnt. Dass man wieder auf diesen Kreis, auf diese Bahn kommt. Natürlich ist das Beste, wenn jeder Montag und Donnerstag fasten. Aber möge Allah Ta'ala uns bestärken und diese Taten geben. Ja, und es ist wichtig, dass man sich ein bisschen vorbereitet dafür. Das heißt, man fastet ab und zu, wie das mal wieder ist. Jetzt mal, wo jetzt die Tage warm sind und ein bisschen lange, weil jetzt ist Ramadan, kommt mitten im Sommer drin. Ja? Ich meine, sowieso, ich habe zu meiner Frau und zu gewissen Brüdern, die mir nachstehen, habe ich gesagt, guck mal, diesen Sommer wird sowieso Prüfung werden für die ganze Umma, was Fasten angeht. Ja? Das wird hart. Es wird richtig heftig. Also werden wir ja wirklich sehen, was, wer fasten möchte und wer nicht. Aber natürlich wichtig ist, nicht ein, zwei Tage vor Ramadan zu fasten. Weil das der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam empfohlen hat, dass wir ein, zwei Tage vor Ramadan fasten. Außer für diejenigen, die immer gefastet haben, die Montag und Donnerstag fasten oder einen Tag fasten, einen Tag nicht, was das sowieso, das ist vielleicht fremd, das kennt nämlich gar keiner, aber es gibt ja gerade vom Fasten, es gibt einen Tag fasten, einen Tag nicht, einen Tag fasten, einen Tag nicht, das ist sowieso das ist eine krasse Belohnung, wenn man das ständig macht, und es gibt die Leute, die Montag und Donnerstag fasten von der Sunna des Propheten, die Leute, die das machen, die können auch ein, zwei Tage vor, wenn zum Beispiel kommt Donnerstag und am nächsten Tag ist Ramadan, die können fasten, für die hat der Prophet erlaubt, aber für uns normale, ja, die bei uns fasten ist Ramadan und nach Ramadan ist Essen angesagt. Für diejenigen ist es nicht erlaubt, dass wir, und nicht schon vor Prophet Sallam, dass wir ein, zwei Tage vor Ramadan fasten. Deswegen, auch wenn du Tage hast zum Nachholen, hol sie nach. Nicht, dass Ramadan kommt und sagt, boah, ist morgen Ramadan, ich muss noch einen Tag fasten. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Teil, liebe Geschwister, ich meine, ich denke, diese Sachen sollen reichen. Als Vorbereitung für Ramadan und als zu wissen, welchen Nutzen uns erwartet. Ja, damit wir uns umso mehr vorbereiten für diesen Monat. Ich hoffe, dass ihr Nutzen daraus finden konntet, von dem, was ich gesagt habe. Ich hoffe, dass das genug verständlich war, was ich euch mitgeben wollte. Wenn ich was falsch gesagt habe, natürlich ist das nur von mir und von Shaitan. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, ist das nur von Allah subhanahu wa ta'ala oder den Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bedanke mich bei jedem Bruder und Schwester, die heute hier war und die Geduld hatten und auch aufmerksam zugehört haben.
und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Barakallahu fik auch an die Brüder, dass sie eingeladen haben. Ja, hierhin haben das kein Medien gekommen. Ich habe gestern Abend noch geguckt, ob die das schreiben. Weil die alle, können wir was? Ja, die spekulieren, ob die alle hinziehen und so. Auf jeden Fall, ich bedanke mich auch an die Brüder, dass sie eingeladen haben. Möge Allah sie segnen. Und möge Allah uns im Ramadan antreffen lassen. Mit viel Iman, mit viel Glauben, liebe Geschwister. Und mit viel Stärke. Und so, dass wir einen gesegneten Ramadan wieder erleben. Ja, mit viel Belohnung. Ein schönes Fasten, das wir hinter uns dann bringen und diese Taten auch angenommen werden. Ganz zum Schluss, man sagt, liebe Geschwister, weil viele fragen sich, aber ich weiß nicht, ob das angenommen ist, ich weiß nicht, ob von mir angenommen wurde. Kennt man immer nach Ramadan oder nach Umrah, nach Hajj, sagt man immer, ich weiß nicht, ob von mir angenommen werden. Allahu a'lam, was ich gehört habe von Leuten des Wissens, die sagen, du spürst eine Annahme der Tat, eine bestimmte Weise, eine krasse Ibadah hinter uns gebracht, wie Ramadan ist. Sawm Ramadan ist eine krasse Ibadah. Du spürst die Annahme der Tat, indem du siehst, dass du nach dieser Tat dich verbessert hast. Eine Veränderung, eine positive Veränderung, die stattgefunden hat. Du gehst zum Hajj, du kommst vom Hajj und dann bist du krasser drauf. Du bist noch stärker im Dien und noch gut dabei. Oder du machst Ramadan, der Monat Ramadan kommt, er geht an dir vorbei. Und nach Ramadan, mashallah, du hast dir das Fasten angewöhnt und du bist noch ruhiger geworden, du liest noch mehr Koran, du bist in das Gebet noch fester geworden, wenn du nicht im Gebet fest warst, dein Qiyam in der Nacht ist, dann man kannst du davon ausgehen, Allahu a'lam, dass diese Tat angenommen worden ist. Weil es gibt Leute, Ramadan kommt, Ramadan geht, sie gehen mit. Ja, für ein ganzes Jahr. Sie sind in der Masjid, sie kommen einen Monat in der Moschee, wie Ramadan so gekommen ist, kommen sie mit hinterher und Ramadan geht bei dir, sie sind auch Iman weg. Gebet weg, Fasten weg, was für Fasten, also sowieso wie Gebet weg ist, was der Wort vom Fasten. Und die gehen dann auch mit. Das soll nicht passieren natürlich. Barakallahu. Ich wollte euch empfehlen, was ihr lesen könnt im Ramadan. Natürlich, es gibt viele Broschüren, viele Bücher, ja, aber nicht alles ist so ganz zu empfehlen. Ja, aber zum Beispiel, das ist das Buch von Sheikh Abu Hussein. Ja, das hat der Sheikh extra diesbezüglich geschrieben, weil er auch gesehen hat, dass im deutschsprachigen Raum, was Bücher angeht, fehlt sowieso viel. Er ist dazu gekommen, hat das geschrieben, das ist sehr schön, sehr einfach erklärt. Und du hast hier alles beinhalten. Ja, du hast nicht nur jetzt diese Vorbereitung für Ramadan. Ja, du hast auch allgemeine Themen. Also was macht das Fasten und was eben der Bruder auch angesprochen hat. Ja, gewiss das Urteil über Ramadan, wie ist es dazu gekommen, etc. Das Zakatul Fitr, dann über Eidgebet, wie verhält man sich zum Eidgebet. Und diese Sachen, Etikett und sowas, ist alles drin beinhaltet. Das ist ein sehr kompaktes Buch und wie gesagt, einfach und kurz erklärt. Es hat auch sehr vielen Brüdern geholfen, die das gehabt haben. Also mir auch damals selbst, ja, als ich das Buch nochmal gelesen habe, hat das sehr viel geholfen und viele Dinge aufgeklärt. Viele Fragen, die man im Ramadan hat, beantwortet das Buch. Es gibt dann noch ein Buch, das habe ich leider nicht dabei. Das ist ein ganz kleines Buch. Ja, das ist von Sheikh Abu Jamal, das heißt 70 Angelegenheiten beim Fasten. Das ist ein ganz kleines Buch, 70 Angelegenheiten beim Fasten oder zum Fasten, wie auch immer. Das kriegt man alles im Internet. Ja, das Buch auch kriegt man im Internet oder in normalen Shops. Wenn ihr nach Düsseldorf fährt zum Geschäft, zum Mektaba, da findet ihr diese Bücher für Brüder und Schwestern sehr zu empfehlen. Also entweder 70 Angelegenheiten des Fasten oder eine Abhandlung über das Fasten. Das gibt es auch als DVD, wie der Sheikh das Buch erklärt. Also die Dinge erklärt, gibt es auch als DVD. Und wenn ihr im Internet geht, auf der Seite von Muslimtube, Einlandsparadies.de, wenn ihr darauf geht, und ihr gebt Fasten ein, gibt es auch Unterricht über das Fasten von Abu Hussein, von Bruder Sheikh Abu Anas, von Abu Hamza selbst auch. Ja, gibt es auch Vorträge über das Fasten, was man machen darf, was darf man nicht machen. Richtige Aufklärung. Das ist sehr wichtig. Ich betone nur, ihr müsst es vorher machen, nicht während des Ramadan. Warum sage ich muss? Natürlich, das keine. Dann müsst ihr selber, ob ihr das als Pflicht seht oder nicht. Aber damit ihr richtige Sachen bei euch trägt während des Ramadan. Ja? So, jetzt kann der große Kampf beginnen mit dem Essen.